Bald ist es wieder soweit, Friendos. Am 2. September können wir endlich wieder einen Marvel-Film exklusiv im Kino schauen. Und ich glaube, wir alle haben wirklich sehnsüchtig auf diesen Moment seit Spider-Man Far From Home gewartet. Der übrigens 2019 erschienen ist, ja, es war eine lange Zeit. Diesmal hat uns Marvel aber etwas sehr Besonderes vorbereitet, denn Shang-Chi macht offiziell seinen allerersten Auftritt im MCU. Das heißt, wir lernen endlich wieder einen neuen Helden kennen, viele coole neue interessante Orte, als auch erkunden endlich eine Kultur, die bis jetzt noch nie im MCU geheilt wurde. Da uns natürlich wieder so viel Neues in diesem Film erwartet, habe ich passend dazu für euch wieder ein Video vorbereitet, in dem ich euch komplett aufkläre über alle Dinge, die ihr über diesen Film wissen solltet, bevor ihr euch auf die Kinosessel setzt, damit ihr auch perfekt für den Film vorbereitet seid. Was also Shang-Chi in The Legend of the Ten Rings wirklich besonders macht und weshalb ihr den Film schauen solltet, klären wir heute auf. Und ja, hier ist schon mal das Erste, was ihr wissen solltet. Es heißt Shang-Chi und nicht Shang-Chi. Des Weiteren gilt ein großes Danke an Marvel raus, die sich tatsächlich bereit erklärt haben, dieses ganze Video zu unterstützen. Ein Kuss geht raus. Um die monumentale Bedeutung von Shang-Chi erstmals zu begreifen, solltet ihr wissen, woher er eigentlich kommt. Denn das ist ein wirklich wichtiger Part seiner Identität. Falls ihr es noch nicht wissen solltet, in den 70ern war Martial Arts wirklich das große Ding. Die Zeit, in der Bruce Lee wirklich gescheint hat und in jedem Munde war. Da Marvel natürlich selbst eine Reflexion unserer Welt ist, wollte man auf diesen Martial Arts Hype auch eine Antwort geben und das war es auch, eine Version von Bruce Lee im Marvel-Universum einzuführen. Und so wurde Shang-Chi geboren. Shang-Chi ist für Marvel die erste Anlaufstelle, wenn es um Martial Arts geht und soll nachdem auch der stärkste Kämpfer in Marvel sein. Dies bezieht sich natürlich speziell auf seine Kampfkünste. So gesehen ist Shang-Chi aber wirklich der stärkste Charakter aus dem ganzen Marvel-Universum, wenn ihr die Superkräfte von allen verschiedenen Helden wegnehmen würdet. Er wird nicht ohne Grund Meister des Kung-Fu genannt, was diese neue Integration im MCU mega spannend macht. Was uns auch schon zum nächsten Punkt führt, denn da Martial Arts und Kung-Fu Großteil seines Charakters ausmachen, wird doch genau dies spezifisch krass gehighlightet, so wie in keinem anderen Marvel-Film zuvor. Das heißt, wenn ihr schon immer mal krasse Martial Arts-Action sehen wolltet, dann ist Shang-Chi das Projekt für euch. Die Trailer, die wir bekommen haben, haben wirklich bewiesen, dass Simu Liu sich wirklich Mühe für diese Rolle gegeben hat, uns auch eine gute Shang-Chi-Experience zu liefern, weshalb ich es auch kaum abwarten kann, diesen Teil des Films endlich zu erleben. Ich habe lange keinen Martial-Arts-Trick mehr gesehen, weshalb ich mich umso mehr darauf freue. In dem Film werden natürlich nicht nur Schläge verteilt, sondern es steckt auch gut Story dahinter. Und wie wir es schon von Marvel gewohnt sind, wurde diese Story schon von Anfang an des MCUs vorbereitet. Falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte, alleine im Titel des Films versteckt sich eine Iron Man-Referenz. Ja, es geht um die Ten Rings, oder besser gesagt die Zehn Ringe. Die Terrorgruppe, die dafür gesorgt hat, dass wir Iron Man bekommen haben und dessen fälschlicher Anführer uns in Iron Man 3 geliefert wurde. Damals hat man aus den Zehn Ringen noch eine Art Joke gemacht und sich auf eine Art und Weise drüber lustig gemacht. Jetzt jedoch gibt man ihnen die Chance, sich wirklich zu zeigen und zu offenbaren, was eigentlich hinter ihnen steckt und wer der große Mann eigentlich ist, der diese ganze Organisation führt. Was das Ganze mit Shang-Chi zu tun hat, liegt daran, dass Shang-Chis Daddy tatsächlich der Anführer der Zehn Ringe ist, der in diesem Film der Mandarin wäre. Shang-Chis Story wird in dem Film ungefähr so ablaufen, dass er nach jahrelangem Training von seinem Vater Zeit bekommt, Abstand zu nehmen und sein eigenes Leben zu führen, bis er dann wieder von seiner Vergangenheit eingeholt wird, weil sein Vater, der Mandarin, eben möchte, dass Shang-Chi mit ihm seinen Platz einnimmt und eben die Zehn Ringe mit ihm führt. Shang-Chi ist ein Held, weshalb er das natürlich nicht tun wird und seine Kräfte, die er auch sein Leben lang antrainiert bekommen hat, dann schlussendlich gegen seinen Vater verwenden wird, was sein Vater natürlich auch dann zum Antagonisten des ganzen Filmes macht und uns eine Dualität bietet, die wir so im MCU noch nie gesehen haben. Es ist also wirklich im Herzen eine Vater-Sohn-Geschichte, in der dann auch vor allem die restlichen Mitglieder seiner Familie, wie zum Beispiel seine Schwester oder seine Mutter, auch noch eine große Rolle spielen werden. Was aber natürlich noch neben den neuen, vielen interessanten Charakteren heraussticht, ist natürlich der große MacGuffin des ganzen Films und das sind auch die Zehn Ringe. Die Zehn Ringe sind nämlich nicht nur für eine Organisation bekannt. Im Kern beschreiben die Zehn Ringe wahrlich Zehn Ringe mit besonderen Kräften, die es wirklich in sich haben. Der Mandarin wäre hierbei derjenige, der auch die Zehn Ringe führt. Diese sind auch teils Grund, weshalb die Zehn Ringe so mächtig sind, da der Mandarin tatsächlich einer der stärksten Waffen auf der Erde besitzt. Uns hat man natürlich auch nicht genau verraten, was die Zehn Ringe im Endeffekt im MCU alles können. Jedoch können wir schon mal ihre Fähigkeiten etwas ableiten von den Zehn, die wir bekommen haben, als auch den Comic-Wissen, was schon seit längerer Zeit etabliert ist. Die offensichtlichen Dinge, die wir bereits gesehen haben, wären, dass die Ringe eine Art telekinetische Verbindung haben, womit man sie so gesehen frei formen und bewegen als auch abschießen kann. Dann kommt noch dazu, dass sie wirklich eine zerstörerische Kraft haben und so gesehen über die Fähigkeiten verfügen, Blitze zu beschwören. Und schlussendlich hätten wir noch diese Szene hier, in denen es fast schon so wirkt, als würden die Zehn Ringe Wasser kontrollieren können. Nun,
Nun, in den Comics sind die Kräfte der 10 Ringe sehr spezifisch, denn hierbei hat jeder Ring eine spezifische Kraft. So beinhalten in den Comics ein paar der Kräfte der Ringe, Eis zu erzeugen, Blitze zu erzeugen, Feuer heraufzubeschwören, Gehirnwäsche wie auch Illusionen zu erzeugen, die molekulare Struktur von verschiedenen Dingen zu verändern und vieles mehr. Ihr hört also schon raus, die 10 Ringe können in den Comics ziemlich viel. Und viele verschiedene Arten, wie sie eingesetzt werden, wurden uns auch schon in den Trailern gezeigt, weshalb wir wohl einiges von ihnen erwarten können. Nicht ohne Grund werden sie im Trailer eine der stärksten Waffen auf der Erde genannt. Und da wir wissen, dass Shang-Chi sie früher oder später führen wird, könnte sie ihn wahrlich zu einer der stärksten Helden im MCU machen. Die 10 Ringe selbst haben echt eine lange Geschichte in den Comics. So gehört dazu auch, dass die Originalen nicht von der Erde kommen. Ihr könnt euch also vorstellen, dass es noch viel zu ihnen zu sagen gibt. Weshalb es auch ein genaues Video zu den 10 Ringen geben wird, sobald der Film erstmal erschienen ist. Und wir wirklich mehr Informationen bekommen haben, wie sie es eigentlich im MCU funktionieren. Also vergesst auf gar keinen Fall, den Kanal ein Abo dazu lassen, um das dann auch nicht zu verpassen. Nun kommen wir zu einer der Dinge, auf die ich mich eigentlich immer am meisten freue, wenn ein neues Marvel-Projekt erscheint. Und zwar geht es darum, dass uns neue mystische Orte näher gebracht werden. Genauso wie Doctor Strange uns das Sanctum Sanctorum gegeben hat und Black Panther uns Wakanda gab, so wird auch Shang-Chi eine komplett neue Seite des MCUs offenbaren. Und diese wird wirklich bis zum Rande mit der asiatischen Kultur gefüllt sein, was uns mega aufregende neue Einblicke geben sollte. Nicht ohne Grund wird Shang-Chi jetzt schon als das Black Panther für die asiatische Kultur betitelt. Ich meine, der Film wird uns alleine schon einen gigantischen, mystischen Drachen geben, was mich persönlich schon genug hypt, denn Drachen sind immer geil. Ach ja, und da wir schon Black Panther erwähnt haben, sollte man auch erwähnen, dass der Film uns wohl ziemlich coole Soundtracks liefern wird, die von verschiedenen Künstlern aufgenommen wurden. Das Black Panther Album, was mit dem Film rausgekommen ist, ist so einer meiner Lieblingsalben geworden. Deswegen bin ich auch gespannt zu hören, was sie hier gezaubert haben. Die Trailer haben jedenfalls, was das angeht, einen guten Eindruck gemacht. Zu guter Letzt hätte ich aber noch etwas für euch, was natürlich typisch Marvel ist. Und das wäre die Rückkehr von vielen verschiedenen Charakteren, die im Laufe des MCU schon aufgebaut wurden. Hier hat man sich definitiv nicht davor gesträubt, die Geschichte altbekannter Charaktere weiter zu erzählen, weshalb wir ein paar coole Auftritte erwarten können. Wie zum Beispiel Wongs Auftritt, dessen Geschichte wohl in Spider-Man No Way Home nach Shang-Chi weitergeführt wird, als auch in Doctor Strange 2 in The Multiverse of Madness. Dazu kommt auch noch, dass Shang-Chi uns zum allerersten Mal seit 10 Jahren wieder Abomination gezeigt hat, der ein extrem krasses Glow-Up bekommen hatte, was er jetzt auch braucht, denn das nächste Mal, dass wir ihn sehen werden, wird dann wohl auch in She-Hulk sein. Und wer hätte es gedacht, ein bestätigter Auftritt für Shang-Chi wäre auch der Mandarin. Ja, nicht der coole, der andere. Der da, ganz genau. Wie seine Geschichte in Shang-Chi weitergeführt wird, wird speziell hier extrem spannend sein, denn Marvel Studios hatte uns damals zum Release von Iron Man 3 bereits einen kleinen Kurzfilm geliefert, in dem wir sehen konnten, was nach Iron Man 3 mit diesem Fake-Mandarin passiert ist. Der ganze Shotfilm hat damit geendet, dass der echte Mandarin so gesehen Rache an ihm ausüben wollte. So wird uns auch sicherlich gezeigt, was nach dem ganzen Geschehnis wirklich mit ihm passiert ist. Der Kurzfilm könnte euch also sehr wahrscheinlich nochmals besser auf den ganzen Film vorbereiten. Falls ihr ihn schauen möchtet, Marvel hat ihn auf ihren eigenen Kanal hochgeladen. Der Short heißt All Hail the King. Ach ja, und was ihr definitiv auch nicht verpassen wollt, ist das der Typ aus Spider-Man Homecoming. Ja, genau der. Auch wieder einen Auftritt in Shang-Chi haben wird. Wie schön ist das denn? Und das wäre es auch final von meinem Video, Friendos. Gratulation, ihr habt es bis zum Ende geschafft und seid jetzt perfekt vorbereitet für Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Schreibt mir doch jetzt am besten in die Kommentare, ob ihr euch den Film am 2. September anschauen werdet. Und falls ja, auf was freut ihr euch am meisten? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir immer gerne einen Daumen nach oben da, als auch ein Abo, um zukünftige Videos nicht mehr zu verpassen. Keine Sorge, den Film werden wir auch später auf dem Kanal genau besprechen. Das wär's von mir. Checkt gerne noch meine letzten Videos aus, wie zum Beispiel mein Video zu Eternals oder dem Spider-Man-Trailer, auf den wir so lange gewartet haben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt gut auf euch auf, lasst es euch gut gehen und ich würde dann sagen, love you 3000.